Was ist der Markt? Von dieser Frage gibt es eine Variante, die lautet: Wo ist der Markt? Wobei in beiden Fällen hier mal wieder gemeint ist eine VWL, also eine volkswirtschaftliche Sichtweise, eine VWL-Sichtweise oder Perspektive, wie man auch sagen kann. Wir sehen also die Volkswirtschaft als Ganzes und fragen uns, wo ist der Markt? Wenn Sie diese Frage in der Innenstadt einer Stadt stellen, dann übersetzt der Gefragte das Ganze mit, wo ist der Marktplatz? Und sagt, gehen Sie die Straße runter, dann zweimal links, dann sehen Sie das Rathaus und da ist der Marktplatz. Das ist aber hier nicht gemeint oder kann auch eine Antwort sein, aber nicht die einzige. Was ist der Markt und wo ist der Markt? Die Antwort lautet: Der Ort, wo Angebot und Nachfrage aufeinander treffen. Und das kann durchaus im klassischen Sinne ein Marktplatz sein, wo zum Beispiel die Obsthändler ihr Angebot präsentieren und die Menschen kommen und dort ihr Gemüse einkaufen. Dann ist da der Markt. Aber der Ort muss nicht ein körperlicher Ort sein. Ja, das kann auch so etwas Abstraktes sein wie das Internet. Ja, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und man müsste vielleicht noch ergänzen und dann der Transfer stattfindet. Ja, wo nicht nur, wo die aufeinandertreffen, sondern wo dann wirklich auch ein Transfer im Prinzip nach dem Prinzip Ware gegen Güter stattfindet. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.